Dieser junge Mann ist 19 Jahre alt und wurde für eine besondere Leistung ausgezeichnet. Jannik Haverkamp aus Lintel hat seine Abschlussprüfung zum Landwirt mit einer Note von 1,05 abgeschlossen und wurde zum Jahresbesten der Niedersächsischen Landeskammer gekürt. Er selber bleibt aber ganz bescheiden. Es ist ein kleiner gewisser Stolz schon da. Ja, man ist Niedersachsens Bester. Das macht einen stolz und auch die Familie. Und ich selber freue mich auch sehr drüber. Doch dass der 19-Jährige gleich so gut abschneiden würde, hatte er nach seiner Prüfung zunächst nicht vermutet. Ich hatte immer das Ziel, besser zu sein wie mein Vater, unter 1,8. Und das habe ich geschafft und das war meine Bestrebung. Ja, und über das andere freue ich mich halt, dass es so gut geworden ist. Zur Hilfe kam ihm dabei wohl die Erfahrung, die er schon von seiner Ausbildung auf dem elterlichen Hof gemacht hat. Sein Vater, ebenfalls Landwirt, besitzt einen Schweinezucht- und Mastbetrieb. Gerade auch deshalb hat sich Sohnemann Jannik für die Ausbildung entschieden. Ich hatte immer die Bestrebung, unseren Hof weiterzuführen. Dazu brauchte ich die Lehre und ich hatte auch die Lust an Tier, an die Natur und halt die Landwirtschaft. Und es begeistert mich halt einfach die Technik, den Fortschritt und immer wieder mit seinem Know-how den Standard, den Produktionsstandard zu erhöhen. Während seiner Ausbildung arbeitete Haverkamp auf zwei Höfen. Im ersten Jahr werden angehende Landwirte rein schulisch ausgebildet. Im zweiten dürfen sie dann schon Landluft schnuppern. Seine ersten Praxiserfahrungen hat Jannik auf einem Hof in Bergstedt gesammelt. Sein letztes Ausbildungsjahr verbrachte er auf dem Hof Osterloh in Immer. Ausbilder Onno ist stolz auf seinen Schützling. Also wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut. Das ist natürlich ganz toll, dass er sich da so herausragend präsentieren konnte. Dass er sehr viel weiß und dass er was drauf hat, das ist natürlich das ganze Lehrjahr schon deutlich geworden. Aber wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut. Es ist ja auch ein Vorzeigeergebnis. Damit aber noch nicht genug. Über seine Zukunft hat sich Jannik auch schon Gedanken gemacht. Zurzeit bin ich ja angestellt bei meinen Eltern und helfe hier und ähnliches noch auf Aushilfsarbeiten mit. Und das ist mein Praxisjahr, das brauche ich für einjährigen bzw. zweijährigen Fachschule. Und dann strebe ich den Betriebswirt an. Und ja, danach will ich eventuell noch studieren. Das ist abhängig von der gesetzlichen Lage, ob wir unseren Betrieb noch erweitern können oder ähnliches. Jannik Haverkamp will also hoch hinaus. Und sollte es mit dem eigenen Hof nicht klappen, hat der Jungbauer schon eine Idee in anderen Tätigkeitsfeldern, wie zum Beispiel in der Fischzucht.